Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Minecraft Technik SMP RT Version 2. Mit dabei wie immer der schlaftrunkene Crazy252. Hallo. Leider noch nicht auf dem Server, aber kommt gleich auch noch vorbei. Ja, noch und dann, ein bisschen. Ja, und dann halt noch mit mir. Ja, ich weiß, er ist dann noch ein bisschen an der Backe. Tut mir leid. So, wie man jetzt hier so schön sieht, Kupfer ist fertig durchgeflossen. Also, nachdem wir das Ganze hier umgebaut hatten mit der Salination Plant, ging das dann doch schon noch ein bisschen sehr schneller. Ja, haben jetzt hier nochmal. Jetzt hängt der Server gerade ein bisschen bei mir. Oder mein Internet, das ist, weiß ich nicht. Haben wir ein bisschen Eisen nachgelegt und Osmium und Gold schon mal. Aber so viel ist es auch nicht, nur Osmium, es ist noch ein bisschen sehr viel. So. Und dann kommen die Nähterärzte. Der Miner ist nämlich damit auch fertig geworden. Und dann schauen wir mal hier in die erste Truhe rein. Also, wir haben schon ein bisschen Nether Gold, Nether Iron, Nether Lapis haben wir schon was, Nether Redstone, Nether Copper, Nether Zinn, Nether Silver, 23 Nether Diamond Ore und fast 2 Sticks Nether Pig Iron Ore. Bevor ihr fragt, was das ist, zeige ich schon mal ganz schnell, das ist Stahl. Das ist quasi Stahl. Oder ist das wirklich noch was anderes? Nee, das sieht nur noch Stahl aus. Ja, das ist Stahl. Habe ich schon gesagt, dass das Stahl ist? Eventuell. Okay. Gut. Nächste Truhe haben wir hier 33 Glowstones. Nicht so eine brauchte Ausbeute. Bisschen Netherlead. Nether Nicolite, wusste ich gar nicht, dass es auch hier wieder Modpack gibt. Nether Ruby, Peridot Sapphires, Nether Platin Ore, Nether Ferrous, Nether Osmium, 22 Kobalt und, das ist crazy, und ein bisschen Adit und Ammoniumchlorid. So, bevor ihr euch jetzt wundert, warum das so wenig Kobalt ist, ich war ein bisschen sehr voreilig und habe schon mal das ganze, ein Stack Kobalt habe ich schon mal verdreifacht. Das heißt, es war nicht 22 Kobalt, es war ein Stack und 22. Das ist schon ordentlich. Ich muss sagen, muss ich ehrlich zugeben, ich war ein bisschen sehr voreilig. Entschuldigung. Sagst du immer, ich soll aufhören, alle vorzumachen. Soll ich anfangen, weil du hier alles abgezogen hast? Hast du nicht aufs Haus gebaut? Ja, komm, das hier, die Diskussion hatten wir schon mal. Man hat selbst keinen Bock mehr. So, Cinnabar-Ohr von GregTech, einiges. Sphalerit-Ohr, einiges. Und der Rest Kohle. Also, mal schauen, können wir das auf über die Stackmill verarbeiten. Pulverweise. Ne, sieht nicht so aus, aber dann können wir es ja immer noch schmelzen. Dann kriegen wir ja doppelt so viele Erze mal raus. Das heißt, Kohle brauchen wir, glaube ich, erstmal gar nicht mehr. So, kommen wir noch zu der letzten Truhe. Ja, fangen wir mit dem kleinen an. Pyrit oder Pyrit, oder keine Ahnung, wie es ausgesprochen wird. Einiges und Quarz. Also ich glaube, mit AE können wir jetzt mal richtig durchknüppeln, ne? Ja. So, und das war noch nicht alles. Wir haben nämlich noch etwas ganz Besonderes gefunden. Er hat es nämlich auch noch nicht gesehen. Nee. Dann kommen wir kurz mit. Wir haben es hier ganz gefährlich eingebaut. Eine feurige Sache. Wenn wir da mal jetzt mal reinschauen. Ein Firestone-Ohr von Railcraft. Firestone-Ohr. Burning everything except flesh. You can feel the air change around you as you hold it. So, was ist ein Firestone-Ohr? Fragt sich Christian bestimmt auch gerade. Definitiv. Das ist eine ganz geile Sache, wenn wir uns den mal anschauen. Den können wir im Rockcrusher zu einem Raw Firestone verarbeiten. Würde ich sagen, machen wir das direkt einmal. Und wenn man jetzt mal hier mal mit wartet, sieht man schon, fängt an zu brennen. Achtung, bei dir brennt's. Ernsthaft jetzt? Ja, das ist dieser Firestone. Das ist gefährlich. Würde ich sagen, packen wir deswegen ganz schnell in den Rockcrusher. Oh, war ja was. Ja, wir haben den hier nochmal vom Strom abgeklemmt. Weil der halt dauerhaft RF verbraucht. So, Raw Firestone Ore. Oder nur Raw Firestone. So, it quickens in your hands. You can feel it in the very air around you.
So, wenn wir jetzt mal schauen, den können wir mit vier Diamantspitzhacken zu einem Cut Firestone machen oder mit einem Cracked Firestone weiterverarbeiten. Brauchen wir aber zwei Firestones, haben wir nicht. Also gehen wir erstmal auf den Cut Firestone. Das heißt, wir brauchen jetzt vier Diamantspitzhacken. Juhu. So. Es brennt ein bisschen. Ja, das ist halt der Nachteil. Deswegen müssen wir ja so schnell dran arbeiten, dass wir das weg haben. Bisschen ist gut. Kümmerst du dich mal erstmal um die Brandfälle? Ja. So. Okay, keine mehr gesehen. Vier Diamantspitzhacken. So. Und jetzt den War Firestone darin. Und wir haben den Cut Firestone. Still it energizes Rage out of control. So. Jetzt schauen wir mal, was wir damit machen. Den können wir jetzt über Block of Redstone und Lavazellen zum Refined Firestone machen. Machen wir es doch direkt mal. Block of Redstone. Hallo GregTech. Wir brauchen vier Blöcke. 9, 18, 27 und 36. 36 Redstone in den Kompressor. So. Wir brauchen aber noch Lavazellen. Scheiße. Heißer. Hier ist Wasser. Oh. Und badest du schön? Ja. Ich würde sagen, machen wir das einfach schnell über Lava-Eimer. Wir haben ja jetzt wieder was. Kannst du schnell vier Lava-Eimer machen? Eimer. Weiß gar nicht, ob das deine letzten Es brennt Aufgaben. schon wieder ein bisschen. Ja, das ist halt der letzte Schritt. Ist der letzte Schritt, weil dann wird es auch aufhören zu brennen. Ich glaube, ich bleibe mal einen Moment hier im Wasser. Schon So. unser ME-System gezeigt, wie viel wir haben. Ja, habe ich eben mal schnell drauf gezeigt und war ja schon mal drin. So, die Redstone-Blöcke sind jetzt fertig. Wie sieht es mit den Eimern aus? Es werden gerade die Platten gemacht. Ah. Und der letzte Block of Redstone ist auch fertig. So. Den Cut Firestone. Die Redstone-Blöcke. Ah, ich will ihn jetzt erstmal Feuer löschen. Boah, ich will nicht anfangen mit dem Feuer. Ja. Wie viel? Einmal vier, oder? Ja. Okay. Haben wir gar keine Eimer mehr über? Dass ich wüsste. Hier sind zwei Lava-Eimer. Also brauchst du wirklich nur zwei. Ich hab zwei. Perfekt, dann füll die mal schnell mit Lava. So. Und jetzt gleich machen wir eine schnelle Reise in den Nether. In die Hölle. Hier sieht man noch mal ganz schnell hier das Kobalt. Ist zwar von Rotary Craft, aber. Das Kobalt von Rotary Craft, aber. Wenn wir uns mal anschauen, wie wir das hergestellt haben. Kobalt Dust. Nein, das machen wir ganz einfach. Gehen wir aufs Kobalt Erz. Das können wir nämlich hier in der Purification Chamber. Ich finde ja dieser schöne Texturenfehler gerade hier interessant, aber okay. Ja, gab auch ein Texture Pack Update. Können wir also ein Kobalterz können wir hier in drei Kobalt Clumps verarbeiten. Ein Clump kann zu einem Dirty Kobalt Dust gemacht werden, der dann schon geschmolzen werden zu kann. Kann zu Ich einem habe ein Engel. kleines Problem. Was denn? Ich kann aus dem Endertank keine Lava rausnehmen. Wir haben oben noch bei der Schmiede 30 Eimer Lava im Bin schon auf dem Portal-Tag. Weg. Also darin sollte es jetzt kein Problem sein. Da können wir jetzt auch klar, quasi gleich schon mal hier die Ender Thermic Pump mal wieder umstellen.
Ja, ich glaube, an Ressourcen wird es uns dann demnächst erstmal nicht mehr mangeln, oder? Nee. So, dann lege er die beiden. Hast du jetzt mir hier zugeworfen? Ja. Dann lege er die Buckets da rein. Alter! Das musste gerade sein. So. Warte, wo darin? Okay, warte. Und wir haben den Refine Firestone. Sehr schön. Wenn wir jetzt mal drauf schauen. It's energized controlled. It could be useful if you could recharge it. So, das heißt, da der jetzt kontrolliert ist, würde er kein Feuer mehr entzünden. Aber er wirkt als Feuerzeug. Ist er gerade kaputt gegangen? Ich hatte mich extra nochmal vergewissert, aber das sollte eigentlich nicht gehen. Er ist gegangen. Super. Gut, wir machen nochmal einen Aufnahmestopp und suchen uns einen neuen. Bis später. So, da sind wir wieder. Ich glaube, wir waren jetzt nochmal 3 Stunden farmen und haben noch einen gesucht. Und du hast gesehen, was das für eine harte Arbeit ist. Ja, also das sucht man echt ewig. So, also nicht nochmal im Rechtsklick machen, haben wir jetzt herausgefunden. Wir gehen jetzt erstmal in den Nether. Kommst du? Oh Mann. Ja, okay, ich komm gleich. Aber das war noch nicht echt, dass er kaputt gegangen ist, weil im Weltcraft-Forum stand ja drin, oder war das, ich meine, das war im Wiki, dass er als unendliches Feuerzeug fungiert. Hast du ja auch selbst gelesen, oder? Nee, noch nicht. Ja, dann schau dir halt nochmal den Post an. So. Willkommen in Le Hölle. Alter, was ist denn da für eine Party? Wieso fliegst du im Portal? So, wo ist eine Party? Wieso ist dein Jetpack an? So. Ich kann euch Darf ich ja. die schlagen? Nein. Oh Mann. Wenn wir jetzt hier runtergehen, zeige ich euch mal die erste Farmtour von mir nach dem Firestone-Ohr. Ich muss mal ganz kurz die Aufnahme unterbrechen. Sorry.